Hallo, herzlich willkommen im Kerzenlicht in früher Morgenstunde. Ich bin schon wieder sehr früh auf und habe mich schon aus dem Haus bewegt in die Kälte hierher. Und auf dem Weg, ja, hatte ich so die Gedanken, wie dankbar ich doch bin, das zu machen, diese Videos, und auch wie dankbar ich bin, dass du gemeinsam mit mir diesen Weg gehst, mit dem Ziel, immer mehr in die Herzenergie, in die Selbstliebe und einfach in diese Leichtigkeit zu kommen. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Auch für mich, dass ich da so viele Begleiterinnen und Begleiter habe. Ich war am 21. in Basel am Om-Singen. Und da war auf dem Theaterplatz eine Gruppe von Menschen. Wir haben eine halbe Stunde lang das Om gesungen. Und es war für mich sehr spannend. Das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Einfach zu die Energie zu beobachten. Ich hatte selber etwas Mühe mit dem Atem, also so eine halbe Stunde lang durchzuhalten. Ich habe immer wieder mal eine Pause gemacht und einfach beobachtet. Ich habe die Mutter des Lichts eingeladen oder habe mich einfach bewusst mit ihr verbunden. Und das war auch ganz schön, das Bild, wie ein ganz großer, eigentlich eine, die weiße Taube, aber einfach ganz groß über diesen Platz, so in dieser Energie, die Runden drehte, flog. Das war sehr schön für mich. Und auch ja, diese Erfahrung in der Gruppe. Ja, dafür bin ich auch dankbar. Es war sehr kalt, aber Sandra, meine Schwester und ich, wir waren so eingepackt, dass wir uns kaum noch bewegen konnten. Ja, morgen ist Weihnachten, übermorgen. Meine Familie kommt. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Ich verbinde mich jetzt mit der Mutter des Lichts. Und du kannst dich auch ganz mit ihr verbinden. Mit der Energie, einfach mit dem Gedanken. Sie sagt, die eigene Liebe findet immer mehr Raum. Ich grüße dich von Herz zu Herz. Und ich nehme vor ihr, wie so im Halbkreis, die Engel wahr. Und ein paar Engel. Und sie sagt, das sind die Engel, die euch begleiten. Die Energien unterstützen.
dich auf deinem Weg unterstützen. Und es ist Erzengel Gabriel, der so wie in die Mitte kommt, und ich verbinde mich jetzt ganz mit ihm, mit seiner Energie. Und er sagt, ein Moment der Stille, der Liebe für dich, für euch alle. Ich begrüße euch. Und ich stehe in Verbindung in diesem Moment zu euch allen. Die Erinnerung an das eigene Licht, die Erinnerung an die klare Energie, die du in dir trägst, wird immer fassbar und der Erhalt ist die Stärke in dir, das Vertrauen und die Erhöhung der Energie deines gesamten Felds. Ich, Erzengel Gabriel, ich erkenne den Weg der Menschen, der Weg, der sich anbahnt. Und schöpfe diesen Weg mit meiner eigenen Schwingung unterstütze ich den Menschen und als Engel erkenne ich, wohin dieser Weg führt und mit meinem bewussten Erkennen kann ich die Energien lenken und dir auch immer wieder, ja, so wie ein Zustupf geben oder so mit der Energie so in eine Richtung lenken. Das sagt, natürlich hat jeder Mensch seine eigene Entwicklung, seine eigene Energie, die sich in eine Richtung bewegt. Und dir möchte ich ans Herz legen, dass die Gemeinschaft eine tiefe Kraft besitzt. Die Gemeinschaft gemeinsam zu erschaffen und die Energien gemeinsam in eine Richtung zu lenken,
die so vom Herzen aus gesteuert ist. Und so möchte ich heute daran erinnern, dass ihr alle einen tiefen, klaren und lichtvollen Energiestrom mit euch bringt. Die Energie aus dem Herzen, die ganz vieles bewirkt. Und in der Gemeinschaft eine neue Form zu finden, eine neue Entwicklung, sich zu vernetzen, in Liebe, im Miteinander, das Neue zu erschaffen. Das bringt die Schwingung der Erde wieder in ein Gleichgewicht. Weil dieses Ungleichgewicht aus einer höheren Sicht mit den einzelnen Bewegungen zu tun hat, dass jeder Mensch sowieso für sich selber, ich sage jetzt mal, kämpft und die Hierarchie, die darüber steht, die wie gar keine Möglichkeit gibt, die eigene Wahrheit oder das eigene zu leben. Aus dem Herzen. Es wird immer mehr in diese Richtung der Gemeinschaft führen. In neue Erfahrungen. Neue Wege öffnen. Und ja, sag, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du hast die Möglichkeit, dich zu vernetzen, dich mit Menschen zu umgeben, die so wie du aus dem Herzen weiterziehen, die Vernetzung suchen mit anderen Menschen. Mit dem Gedanken und der Freude daran kannst du diese in dein Feld ziehen. Und wenn es eine Herzverbindung ist, dann wird es auch eine Energie, oder wird es so wie von einer Energie getragen, die dann auch in einem Gleichgewicht ist. Und da habe ich jetzt einfach so das Bild mit, dass alle so auf Augenhöhe sind, sich gegenseitig unterstützen
und auch wie jeder Einzelne sein Wissen, seine Stärken, sein Potenzial, sein eigenes oder seine eigene Energie auch mit reinbringt. Und das sagt, die Übergänge werden leichter. Und er geht wieder zurück in diesen Halbkreis. Ich bedanke mich. Und die Mutter des Lichts Sie sagt, in einer tiefen Beziehung zu dir selbst, in Achtsamkeit, dein eigenes Potenzial, deine eigenen Stärken und deine Schwächen. So. Anzunehmen, dich selbst in deinem inneren Frieden wieder zu finden. Ja, öffnet auch im Außen wieder neue Wege, neue Erfahrungen. Im Vertrauen zu sein, im Vertrauen eine neue Energie zuzulassen, etwas Neues entstehen zu lassen. Sie sagt, es wird immer leichter. Vertraue darauf. Und sie überreicht wieder eine Blüte. Die ganz so zart und fein, so ganz feines Licht ausstrahlt. Und sie sagt, es wird eine neue Welt entstehen. Und du und ihr alle werdet ein Teil davon sein. Jetzt geht sie wieder zurück und ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, und ich wünsche dir und deiner Familie oder wie auch immer du Weihnachten verbringst, ganz friedliche Tage, ohne Hektik, ohne Druck, ohne das muss ich, einfach so, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Ganz, ganz gute Zeit und bis bald.
Ciao.